Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Es werden wieder zwei Special Amerika-Vlogs online kommen, Freunde. Der erste Halt ist in New York. Wir befinden uns gerade auf der berühmten Brooklyn Bridge. Richtig, richtig fresh. Und heute direkt volle Kanone. El Clasico Stadium Vlog vs. Real Madrid. Sieht schon sehr geil aus, wie die Autos hier entlang brettern. Diese Brücken hier sind so riesig. Unser Parken befindet sich hier oben, Leute, im 39. Stock. Wir sind Teil von diesen Dreizack-modernen Hochhäusern. Wenn man in New York ist, muss man natürlich auch die berühmte Subway benutzen, die U-Bahn. Überall bei den Gehwegen sind auch immer diese ganzen U-Bahn-Schächte, Freunde, wo der Geruch herkommt. Was ist das für eine gruselige Kinderlache, die da von unten kommt? Ist Joker hier! Nach Gotham City! Ah, geil, einfach mit Apple Pay zahlen. Ab in die Hood nach Brooklyn! Nein, erstmal gehen wir nach Manhattan. Unser Apartment ist schon in der Nähe von Brooklyn in Queens. Hier ist eine coole Übersicht, um euch zu zeigen. Hier quasi wohnen wir, Freunde. Wir fahren jetzt ein paar Stationen runter Richtung Brooklyn Bridge. Aus Brooklyn kommt zum Beispiel jetzt auch Jay-Z oder so. Da ist der Central Park, das ist der komplette Manhattan-Teil, wo die meisten Hochhäuser stehen. Unten ist unter anderem noch die Wall Street. Wenn die meisten an New York denken, denken sie natürlich nur an diese ganzen Hochhäuser und an die Skyline. Aber Manhattan befindet sich einfach nur auf einer Insel innerhalb von New York. Ganz kurzer Zwischenstopp beim World Trade Center. Da war ich auch schon letztes Jahr und wir gehen jetzt ganz kurz nochmal zum Denkmal, weil das ist komplett Gänsehaut da. Und genau hier, Freunde, stand damals einer der beiden Twin Tower, der Ort, wo 9/11 passiert ist. Heutzutage sind hier auch die ganzen Namen der Opfer verewigt. Das kommt, glaube ich, auf Kamera gar nicht so rüber, ne? Aber das ist hier so gigantisch. Und eine ganz spezielle Aura hier, die man spürt. Freunde, ich hab so Bock, Spider-Man zu sein. Stimmt schon mal. Okay, jetzt schwingen wir uns mal Richtung Wall Street. Feuerwehrauto. Dieser Grundlärm in der Stadt, der ist enorm. New York ist natürlich auch eine Stadt der Kontraste. Hier haben wir die ganzen modernen Häuser und hier sehen wir das ursprüngliche New York. Und ich finde es halt krass, ne? Die haben damals nicht mal einen Millimeter Platz gelassen zwischen den Gebäuden. SUVs, ja. Starbucks hätte ich auch gleich Bock. Können wir uns vielleicht noch einen Kaffee holen? Broadway? Er fährt aber halt offene Tür, Digga. Hi, how are you doing? Post Malone läuft hier auch. Hello. For me please a large cappuccino with oat milk. Large cappuccino. Yeah. Mein Kollege fotografiert mich manchmal ab und zu. Guckt euch meinen Einsatz an, während ich diesen SUV abgefilmt habe mit dem Buckel des Grauens. Enjoying the cappuccino in New York. Cappuccino. Kleiner Snack, Freunde. Fried Chicken. Sieht aber sehr gut aus. Gottlos heiß, ich schmeck gar nichts. Oh. So heiß der Laden, Freunde. Ich habe mich jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich gebe eine stabile 7,5. Da hat der Sheriff geparkt. Gestern Abend hatte Bas auch schon das erste Spiel, Leute, von der USA-Tour gegen Manchester City. Obwohl bei denen viel mehr Stammkräfte auf dem Platz waren, wie Jack Grealish, Erling Haaland, haben wir echt super mitgehalten mit den jungen Spielern von uns. Am Ende haben wir uns sogar im Elfmeterschießen durchgesetzt. Mein Kumpel Noah Davi hat sein Debüt gefeiert, hat auch einen Elfmeter versenkt und auch richtig gute Aktionen gehabt. Ich hoffe, er wird gegen Real auch spielen. Dann drücken wir ihm die Daumen. Liebe Grüße, Noah. Haaland und Lewandowski haben auch ihre Trikots ausgetauscht. Ich glaube, den Erling, den sehen wir auch noch eines Tages bei Barca. Wolf of Wall Street mit Leonardo DiCaprio, einer meiner Lieblingsfilme all time. Da sind wir. Sollte jedem ein Begriff sein. Jetzt stehen wir genau vor einem der mächtigsten Flecke auf dieser Welt, Freunde. Hier ist der Hauptangel und Drehpunkt der Weltwirtschaft. Hier werden tagtäglich die wichtigsten Aktien der Welt getradet. Microsoft, Google, Amazon, die ganzen Rohstoffe wie Öl, Gold. Also was hier tagtäglich für Bewegungen passieren auf der Börse. Crazy. Es sind auch überall wieder diese mächtigen, geliebten Säulen. Auch krass aus, Digga. Mit diesen fetten Adlern. Oh, was ist denn da? American Express Company. Und da ist der nächste. Ihr kennt ja die Redenswendung an der Börse, wenn man von einem Bullenmarkt spricht. Das steht für steigende Kurse und es kommt davon, da hier diese mächtige Bullenstatue auch an der Wall Street steht. Weiß ich jetzt nicht, ob man die Klöten von dem unbedingt anfassen muss.
auf der einen Seite ist eine Schlange, um von vorne Bilder mit dem zu machen. Und diese ganze Schlange ist nur da, damit die Klöten von dem anfassen. Ich glaub's nicht. Wie krass hoch haben die eigentlich damals schon die Häuser gebaut? Ich will gar nicht wissen, wie alt zum Beispiel dieses Gebäude ist. Das sieht richtig geil aus. Oha, was für coole Hüte gibt's hier zu kaufen. Auch voll viel von Dragon Ball. Da hinten sehe ich Naruto, Shigi, Pikachu. Pika? Anton. Anton? Wir spazieren jetzt genau am Pier entlang, am Wasser. Hier ist übrigens die Abflugstelle, Freunde, wo man eine Helikoptertour buchen kann. Wir versuchen das morgen auch noch zu schaffen, das wäre richtig geil. Und ja, da hinten blicken wir genau auf Brooklyn. Da vorne ist die berühmte Brücke. Oh yeah! In dem Moment, wo ihr euch das Video anschaut, ist es wirklich vielleicht nur noch eine Sache von wenigen Stunden, dass Nico Williams zu Barcelona wechselt, Freunde. Wir müssen die Daumen drücken. Das wäre so geil, dieses Duo Lamine mit Nico zu sehen. Ich wäre so gehypt auf die neue Saison. Wir fahren jetzt hier in einen der größten Nike-Stores, Leute, in New York. Und ich hoffe, dass es dort das neueste Barca-Trikot gibt. Apropos, checkt unbedingt mein neues Instagram-Bild ab, Freunde. Ein richtig geiles Edit, so ein 4-3-3-Stil mit Franck Ribéry. Und zwar, da verlosen wir eine Reise zum El Clasico nach Madrid, voraussichtlich am 27. Oktober. Flug plus Hotel, das Ticket wird übernommen. Der Gewinner wird dann quasi neben mir sitzen im Stadion, den ganzen Tag mit mir verbringen. Eine volle Stadion-Vlog-Experience. Macht da auf jeden Fall mit. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Das ist wirklich überragend, wie stark Franck Ribéry auch auf Social Media unser Team Bavarian Click supported. Er repostet die ganzen Bilder. Wir sind jetzt im Viertel Soho und hier taugt es mir auch sehr, weil hier halt nicht alles so übertrieben mit Hochhäusern ist. Aber trotzdem, der Style von den Häusern ist richtig nice. Fight Club, da sehe ich mich doch im Gym mit den harten Jungs. Das ist ja auch was für die Motorradfans. Ein BMW 9T. Geile Maschine. Boah. Fresh. Wie geil sieht das hier aus? Auch mit den ganzen Graffitis dazwischen. Smoke Shop. Digga, in GTA immer diese Dinger umgefahren, ne? Und dann pium, die Fontäne. Ich blende euch mal ein rechts. Gestern bin ich auch an so einem Gulli vorbeigelaufen, Freunde. Da kam noch viel, viel mehr Rauch daraus. Was macht die denn für Spider-Man-Bewegungen? Ist auch kein Wunder. Ist auch ein geiler Fotospot. Schaut mal diese geile alte Laterne an. Das ist auch so typisch für Amerika, diese Hausfassaden mit den Treppen und den ganzen Metallgittern. Wir sind jetzt endlich da. Da ist der Nike Store. Und das Besondere dabei ist, dass ganz oben ist ein Basketballplatz, wo wir ein paar Körbe werfen können. Sid, weißt du noch, wo wir so einen geilen Mustang ausgeliehen haben? Ja, da sitzt sogar einer drin, aber man sieht das nicht. Die ganzen abgedunkelten Scheiben hier auch wieder. Und überall hast du auch diese kleinen Eiswaggons. What's up, man? So freundlich alle auch hier. Hey, ja, ist das ein geiler Store. Ja, ganz oben, 5. Etage. Krass, 5-stöckig ist der. Das ist ja komplett overpowered hier. Hier ist so ein richtiger Kortboden. Und da hinten kann man dann auf den Korb werfen. Wie nice. Ich habe gerade gefragt, ist leider geschlossen. Ich wollte gerade unbedingt einen Dreier versenken. Aber wir finden noch einen Basketballplatz hier in den USA. Ein Dreier muss sein. Leider haben die hier nicht ein einziges Fußballtrikot. Müssen wir nochmal in einen anderen Shop schauen. Alles so auf Basketball ausgelegt. Das ist für ein gigantischer Müllwagen. Die Ampeln in New York sehen auch so cool aus. Das ist wieder eine geile Gasse. Ich sag's euch, Leute, wenn ich hier die ganzen Details filmen würde, dann würde der Vlog wahrscheinlich 2 Stunden gehen. Guck mal, hier ist einfach wieder so ein Skelett an der Fassade befestigt. Es ist übrigens sehr schwül in der Stadt. Gerade sind es 29 Grad, morgen sogar bis zu 34. Deswegen ganz wichtig, Leute, immer als Erfrischung ab und zu einen kleinen Smoothie gönnen. Frag mich nicht, was da alles drin ist. Ananas, Mango, Passionfruit, richtig geiler Smoothie. Monte würde es, glaube ich, extrem gefallen in New York. Also wenn man auf Graffiti steht, dann ist es wirklich das Paradies für einen. Hier haben die alles zugekleistert mit Stickern, sogar hier oben an der Ampel. Schaut mal, wie geil hier der Eingang aussieht von dem Gebäude. Oben sogar so ein Supreme-Schild. Ach so, das ist der Supreme Store, aber der hat schon geschlossen. Hab mich schon gewundert. Geile G-Klasse, so in Weinrot. Das ist ja auch richtig oft, Freunde, wo dann so coole LED-Schilder sind. Hier oben geht's auch wieder weiter. Ui, der Mitsubishi war auch schon länger nicht mehr in der Werkstatt. Das ist ein geiles Gemälde. Monopoly! Als Kind war ich übrigens der beste Monopoly-Zocker der Welt. Da habe ich immer so getryhardet. Das ist mir auch hier im wahrsten Sinne des Wortes direkt ins Auge gesprungen. Wie hier die Augen sogar so rausgucken. Ach so, nein, lol. Ich hätte schwören können, das war voll die optische Täuschung, dass diese Augen so rausragen aus der Wand. Diese Seite von New York habe ich letztes Jahr beim Vlog gar nicht euch gezeigt. Mir taugt sie auch viel mehr als mitten in Manhattan. Boah, geile Gasse. Links, rechts, schon mal nach oben. Digga, was passiert, denkst du, wenn ich mir jetzt da hochspringe und ich da festhalte, dann sliden die so runter? Ja, oder? Aber da kommen wir ja nicht hoch.
Oh, schau mal, ist das Joker da steckt? Digga, wie sieht das hier aus? Alter! Er spürt sogar! Nice, Bro! Hi, how are you doing? Da vom anderen? Sieht geil aus, gell? Welcome to Gotham City! Oh, Batman ist einer meiner All-Time-Lieblingsfilme. Catwoman! Auf die hatte ich auch immer einen Crush. Ich wusste es doch und es wird nicht lange dauern und wir finden einen freshen Basketballplatz. Hier ist daneben auch ein Bolzplatz. Hi. Hi. Wie geil. Und Treffer? Oh, perfekt. Swish. Ich gehe jetzt mal kurz rein und frag ganz lieb, ob ich mal einen Dreier werfen kann. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ich frag mich, wie sie jedes Mal da die Sticker ganz oben befestigen. Nehmen die da nachts irgendeine Leiter mit oder was? Oder wie sie zum Beispiel da oben auch das Graffiti hingesprüht haben. Also die kennen hier wirklich kein Limit. Die haben sogar die Bank da oben voll gesprayt. McLaren feiere ich auch sehr, die Automarke. Cooler Innenraum. Von hier sieht man übrigens die Spitze vom Empire State Building. Da hat sich King Kong im Film dran gehangen. Morgen sehe ich uns da oben im Heli, Leute, über New York fliegen. Hier ist die Einfahrt, wo es dann Richtung Manhattan Bridge auch geht. Unschwer zu erkennen, befinden wir uns gerade in Chinatown. Hier ist auch noch so ein typisch chinesisches Dach. Ich habe vor ein paar Tagen noch einen Film auf Netflix geschaut, Freunde, der genau auch in Chinatown in New York spielt. Der handelt so über die chinesische Mafia, Anime Clan. Und jetzt laufen wir einfach in Real Life genau hier durch. Chinatown Fight Club. Ja, da sehe ich mich doch, Digga. Direkt gegen Jackie Chan. Kung Fu. Hab ich safe eine Chance, Digga, gegen so krasse Samurai-Kämpfer. Messi, Messi. Zumba Neymar, Messi. Verliebt! Hier ist so ein Shop, Freunde, und dann kannst du einfach hier so in den Keller laufen, Digga. Ja, außerhalb noch Ziffer. Hey, du Feini! Jo! Ich habe auf unserem Team-Account heute das Bild hochgeladen mit Kroos. Und schaut mal, wer kommentiert hat. Da ist er, der Toni Ehre. Jetzt ist es gleich soweit, Freunde. Ich zeige euch unser Apartment. Es ist jetzt schon dunkel geworden. Wie am Anfang vom Vlog erwähnt, sind wir ganz oben im 39. Stockwerk. Wir sind jetzt gerade aus dem Aufzug ausgestiegen. So sieht der Flur aus in unserer Etage. Richtig gemütlich. Das Apartment taucht mir auch richtig. Vor allem die View, Freunde, 10 von 10. Machen wir jetzt ganz schnell Roomtour, Freunde. Wir sind ja gestern schon angekommen. Ich habe hier auch schon, beziehungsweise mein Kollege freundlicherweise hat hier meine Sachen gewaschen. Alles war noch dreckig von Griechenland, von Summer Games und so. Hier ist das erste Schlafzimmer. Da pennt mein Buddy, Digga. Auch uns schwer zu erkennen, er ist Bayern-Fan. Da ist sein Badezimmer. Hier ist mein Kleiderschrank. Eigentlich auch ganz cool, Digga. Richtig sauber. Hier ist noch eine Wanne, aber es ist voll tief, Freunde. Schau mal, wenn man sich hier reinlegen würde. Digga. Ah. Guck mal, wie tief das ist. Das ist mein Schlafzimmer. Unschwer zu erkennen, Freunde. Ich bin Argentinier-Fan. Hier, ich habe auch direkt den erstes Bath All Suite. Hier ist eine bodentiefe Dusche. So, und jetzt kommt der beste Teil. Das Wohnzimmer mit der Küche. Wir haben auch schon Tiefkühlpizza gegessen, Freunde. Ganz wichtig, immer schön Cornflakes zum Frühstück. Heute früh habe ich auch schon Podcast aufgenommen, Leute. Und die Facecam war genau auf die View eingestellt bei Tageslicht. Hier ist übrigens noch der Elite Summer Games Pokal, immer noch nicht nach Hause gebracht. Und ja, MacBook natürlich dabei, um auch die Videos und so zu editieren. In USA, in einem Apartment, darf sich ein Basketball nicht fehlen. Und gönnt euch mal das. Da hinten sieht man komplett Manhattan. Und ja, wenn man Höhenangst hat, ist schon ein bisschen scary hier. Aber ich fände es richtig geil. Die Eigentümerin hat hier ein paar Gesellschaftsspiele und wir zocken gerade 1 gegen 1 in Jenga. Leute, habt ihr schon mal so einen hohen Turm gesehen? Wir sind gerade so am Tryharden, aber ich bin jetzt dran. Ich glaube, es fällt jetzt um. Hör auf mich zum Filmen, Digga. So, wie er veröffentlicht wird, das gleich gelöscht hier auch mal. Was war das für ein Feeling damals als Kind, GTA San Andreas zu zocken und dann mit dem BMX in das Game reinzugehen? Jetzt sind wir mitten im Herzen von New York, Freunde, am berühmten Times Square. Hier kracht es natürlich komplett. Mit den ganzen Monitoren. Ei, ei, ei. Oh, Digga, hat der mich erschrocken mit diesem Staubsauger an. Das arme Pferd hier bei den ganzen Abgasen. You're a Madrid-Fan? You go to the match? Yeah. Barcelona? Really? Bro, I'm Barcelona-Fan. I'm sorry. What do you think? Prediction? No, maybe
3-0. For Real Madrid? No. 3-0 for us, 3-0 for us. Bye, bye, see you, bro. Ich sag's euch ehrlich, die Qualität auch von diesen LED-Screens ist ja überkrank. SpongeBob. Schrank auf. SpongeBob. Sid, diese Aufnahme ist für dich. Guck mal, Ruffy als Life-Size, richtig geil. Und da ist sogar der Ultra-Instinkt. Leute, genau diese Statue habe ich zu Hause. Die gibt's 200 Mal oder so nur auf der Welt. Mit dem SUV wieder. Aber es sieht halt überall so aus hier in Manhattan. Da sehen wir die ganze Marvel-Bande. Iron Man, Hulk, da hinten ist Spidey. Da bei der Spitze ist wieder der King Kong-Spot. Wir laufen gerade an der berühmten Fifth Avenue entlang. Und hier wird gerade tatsächlich ein neuer Wolkenkratzer gebaut. Ja, ich kann nicht mal so hoch gucken, Mann. Schau mal, wie hoch der Kran geht. Man ist hier so umzingelt von diesen ganzen Hochhäusern. Und jede Gasse schaut krasser aus als die andere. Schau mal, ich sehe teilweise gar nicht mal das Ende von den Häusern ganz oben, ne? Boah, diese amerikanischen Trucks auch. Wenn mich übrigens nicht alles täuscht, hockt Spider-Man bei einer Filmszene, das ist übrigens der Hauptbahnhof hier in New York, sieht auch wie ein Theater von außen, ganz oben bei diesem Spitzzack-Gebäude bei einer Filmszene. Ich blende mal das Bild ein. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Erstmal der Hauptbahnhof von vorne noch. Und Freunde, wer kennt I Am Legend, den Film? Einer meiner Lieblingsfilme all time von Will Smith. Diese Brücke. Wenn ich mich recht erinnere, er hatte erstmal einen Unfall mit seinem Auto. Sein Hund befreit ihn. Und danach ist er noch in eine Falle gelaufen, wo er an diesem Seil gehangen ist. Dann hat er sich irgendwie im letzten Moment noch befreit. Und dann sind die Zombies auch auf ihn zugerannt. Das wurde, glaube ich, genau bei dieser Brücke hier gedreht. Ich habe in meinem Leben noch nie so einen Bahnhof gesehen, der so sauber ist. Schau mal, da oben ist einfach Kronleuchter. Digga, sind wir in irgendeinem Königspalast oder was? Alter! Digga! Okay. Was ist das für eine Kuppel hier oben? Bro, hier ist alles aus Gold! Was ist das für ein Bahnhof? Customer Service? Okay, das ist ja auch uralt. Tickets? Ah, okay, und da sind dann die Fahrpläne. Allein die Rolltreppen, das sieht aus, als ob wir in so einem Casino-Hotel sind in Las Vegas. Hier haben wir den Gleis 25 und von hier düsen sie dann los, die Züge. Laut der Ausrede von Kieferspiel, das ist hier von der Ventilator. Wir fahren zurück, Leute, ins Airbnb. Gute Nacht, morgen geht's weiter. Bleibt auf unserem Rand, euch dauert es nur ein paar Sekunden, ne? Bis gleich. Real hatte jetzt auch ihr erstes USA-Spiel, um 1-0 gegen Milan verloren. Aber dafür hatte Endrick sein Debüt geben können. Also das Debüt von Hansi lief auf jeden Fall erfolgreich, ja, und das auch noch gegen Pep. Ich feiere es auch so sehr, auch wenn es gerade nur auf Kurzzeit ist, dass Thiago der Assistent von Flick ist. Das ist ja so geil, wenn es so bleibt. Ich glaube, das ist sehr gut für die Teamchemie. Guten Morgen, Freunde. Ich zeige euch jetzt auch nochmal die View hier bei Tageslicht bei uns. Eieiei, schaut mal an. Digga. Einfach in New York sind wir. Mit der View schön ziemlich drin vorne. Oh. Mein Blick, wenn ich auf die New Yorker U-Bahn warte. Jetzt geht's Richtung Heli-Tour, Freunde. Let's go. Jetzt wird's rasant, Junge. Wir starten turbulent in den Tag. I'm done with bullshit. At this point, I'm merely amused. 22, checking in, it's like a yearly review. I ain't making no commitments unless I'm seeing it through. And that shit ain't always easy to do. Nah, it ain't easy to. Another year alive, pushing my dreams. Finding balance while I'm looking at screens. I look out for the team. Caretaker, never doubt the regime. Jeder auf festem Boden. Also die Heli-Tour, Leute, war wirklich eine 11 von 10. Extrem zu empfehlen. Jetzt erstmal schöne Erfrischung gönnen, Freunde. Ein Früchtebecher und ein eiskaltes Wasser. Typisch amerikanisches Feuerwehrauto und ein kleiner Schulbus und hier ist ein großer School Bus. Oh Digga, in Amerika so aufs College zu gehen, da würde ich mich sehen.
Vor allem die Hauspartys. Wir müssen jetzt wieder da unten mit der U-Bahn weiterfahren. Schaut mal, wie die Station hier aussieht. Digga, das erinnert mich hier voll an Man in Black, da wo die ganzen Mitarbeiter sich treffen. Einmal in Amerika Haare schneiden gehen, da sehe ich mich doch, beim Barber. Barca hat ihr Angebot nochmal nachgelegt, um Dani Olmo zu verpflichten. 55 Millionen fix plus 7 Millionen Boni. Der ist aus Kolumbien, mein Barber. Der ist richtig cool, Bro. Ich rede die ganze Zeit auf Spanisch mit ihm. Der hat echt gut geschnitten, er hat den Übergang richtig gut gemacht. Kleiner Snack für zwischendurch, eine kolumbianische Empanada mit Chicken innen drinnen, richtig lecker. Noch ein Croissant, Leute, und ein Oreo Coffee Shake. Auf euch, heute Abend gehen wir aber dann noch richtig essen. Der Quadratmeterpreis ist ja enorm hoch in New York. Ich will nicht wissen, was diese Wohnungen hier an Miete kosten. Das Gebäude sieht aus wie von Avatar. Auch diese Balkone, also wirklich aus der Zukunft ist das gespawnt. Aber direkt daneben ist dann der Kontrast wieder. So ein altes, verrostetes Teil. Ah, da ist jemand Chelsea-Fan. Dort hinten sehe ich auch einen geilen Fußballplatz. Ah, da zockert jemand sogar. Ihr müsst euch vorstellen, hier war eigentlich früher eine Zugstrecke. Deswegen sind hier überall Gleise und mittlerweile ist es halt alles so bepflanzt und die haben das so umgebaut. Was ist das für ein Transformers-Modus hier? Wir sind jetzt nochmal ganz kurz zurück am Times Square, weil ich will in diesen Pelé-Fußballladen. Dort soll es anscheinend die Barca-Trikots geben. Oh yeah! Spider-Man am Start, da haben wir King Kong, Iron Man, what's poppin'? Achtet mal auf das Messi-Bild. Digga, es ist bewegt. Freunde, was sagt ihr zu dem neuen Auswärtstrikot von Inter Miami? So oldschool, richtig schöne Farben. Das gönne ich mir jetzt erstmal. Natürlich das nächste Messi-Trikot in der Sammlung. Wir haben es sogar in langärmeliger Version. Richtig geil. Aber das ist halt zu warm hier. 125-jähriges Jubiläum, Freunde, übrigens hat Barca jetzt. 1890 wurden wir gegründet. Neues Barca-Trikot, happy Antwort. Was kann man sich denn hier noch kaufen von Argentinien? Was ist denn das für ein Spiel? 3D-Puzzle. Okay, ich muss mich zusammenreißen, sonst übertreibe ich schon wieder. Hier ist aber auch ein geiles Bild von Pelé. Der hat ja auch mal bei New York Cosmos gespielt. Hier sind seine uralten Trikots. Und auch ganz böse der GTR hier. Wir laufen gerade durch den Diamond District. Hier findet man diese ganzen fetten Chains von den amerikanischen Rappern, der Uhren. Rainbow Daytona. Mein Kumpel, mit dem ich hier in New York bin, Freunde, der möchte hier in den NBA-Laden ein paar Basketball-Shirts abchecken. College-Jacken hier kommen aber auch ganz böse, ne? Einfach classy. LeBron James, The GOAT, Steph Curry. Jetzt gönnen wir uns das Club A Steakhouse. Das soll sehr, sehr gut sein. 4,9 Sterne bei 7000 Bewertungen. Gut, dass ich mich noch umgezogen habe zu Hause. Da drin sieht es richtig edel aus. Die sind so fein angezogen. Uiuiui. Ui, ui. Geile Bar. Okay, wir werden zum Tisch gebracht. Let's pop it. Diese Decke hier ist komplett aus Stoff. Sieht man das auf Cam? Ja, ist richtig flauschig. Probier, glaube ich, einfach das Prime New York Strip Steak aus. Aber wir ziehen schon gut durch. In den letzten zwei Tagen über 40.000 Schritte gelaufen. Hier noch Kartoffelpüree, Leute. Beste Leben. Ich bin ehrlich, ne? Jetzt nicht wieder 10 von 10 sagen, sonst verarscht mich mir edel. Ist schon sehr gut, aber jetzt nicht das beste Steak, was ich je gegessen habe. Oh, ich gebe eine stabile 8. Oha, wir haben vom Haus einfach Dessert geschenkt bekommen. Tiramisu ist eh meine Lieblingsnachspeise. Bei Tiramisu muss man mal aufpassen, dass nicht zu viel Kakaopulver oben ist, Digga, sonst macht man den Drachen. Boah, der Tiramisu ist eine 9, der ist heftig. Hier ist die I'm Legend-Stelle, wo er hochgezogen wurde an dem Seil, Freunde. Genau diese Straße. Wir lassen den Abend jetzt noch etwas ausklingen in so einer chilligen Rooftop-Bar. Hier ist auch wieder das King Kong Haus, das ist heute so bunt beleuchtet. Sehr, sehr chillig hier. Was geht denn hier für ein Modus? Da ist eine Limousine. Da ist die zweite. Das erste Mal in echt sehe ich den Cybertruck von Tesla. Kommt schon sehr wild. Habt ihr schon mal einen Pool im Club gesehen? Was geht denn hier ab? Es ist hier sogar auf zwei Etagen aufgebaut. Da ist noch eine Bar, kann man sich wieder frische Getränke holen. Und hier, boah, Freunde, wir gucken sogar genau auf den Fußballplatz runter. Hier vor der Scheibe kann man nochmal die Aussicht genießen. Was eine Location, Digga. Wow, wow, wow.
Wie cool ist denn diese Kombi? Lamine Jamal chillt einfach mit Cristiano Ronaldo, seinem Sohn. Viele glauben ja an diese epische Theorie, dass Cristiano Ronaldo noch so lange seine Karriere fortsetzen wird, bis er einmal wenigstens mit seinem Sohn zusammen auf dem Platz steht. Ja, hier wird wieder so gezockt. Ich sag's euch, egal wo man hier auch läuft, riecht überall die ganze Zeit so hart nach Weed. Jetzt geht's ab, wir sind bei einem der berühmtesten Street Courts in New York. Hier können sogar Zuschauer Platz nehmen. Guck mal, wie viele da auch am Zaun zugucken. Die machen ein richtiges Match, da hinten ist sogar ein Scoreboard. Die haben einfach einen Schiri dabei, die haben sogar Trikots an. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier der ein oder andere Scout sogar sitzt. Oh. 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 If you think you can play this game, you want to come up and take a shot? Mit dem einen Dude, der von der Mittelfeldlinie getroffen hat, noch Kontaktdaten ausgetauscht, der war richtig korrekt. Er hat gesagt, er wohnt in Brooklyn, kommt aber ursprünglich aus Texas, aus Houston und ist auch Rapper, der war richtig cool drauf. Hier ist auch ein lässiger Park mit dem Brunnen. Die gönnen sich gerade ein 1 gegen 1 im Schach. Ein bisschen Tony Hawk Action. Yeah. Wir sind jetzt kurz in so einem Sneakerladen gelandet. Sind das nicht diese 20.000 Dollar leuchtenden Nike-Schuhe? Ich glaube, ich habe die schon mal gesehen irgendwo. Da oben hängt auch der Dior Jordan. Den habe ich noch nie in echt gesehen. Nike x Louis Vuitton Collabo. Das ist doch eine Verarsche. Als ob der über 100.000 Euro kostet. Okay, das war's. Wir gehen wieder raus aus dem Laden. Das ist wild. Die haben hier sogar eine Collection von gegradeten Trading Cards. Wir haben mal ein paar Gluraks. Die ist richtig heftig. Von Shaq 1993. So fair muss man sein, aber das neue Real Auswärtstrikot hier sogar in langärmeliger Version, das ist schon sehr wild. Hier auch mit dem Wappen so komplett in schwarz glänzend. Also die neuesten F50s sind ja echt eine 10 von 10. Diese Messi-Sambas, die kenne ich noch gar nicht. Noch fresh. Also wenn die Kasse hier so geil aussieht, dann musste ich ja was kaufen. Ich habe hier so eine kurze, coole, chillige Hose gefunden. Die ist auch im Sale. Oh shit, es kracht in New York. Jetzt müssen wir warten, bis es aufhört zu regnen. Boah, das kommt überraschend. Niklas Füllkrug wechselt zu West Ham United für 30 Millionen Euro. Ich hätte ihn echt gerne noch weiter beim BVB gesehen. Lücke, falls du das siehst, ich wünsche dir aber viel Erfolg in der Premier League. Nächster Tag in USA. Es ist endlich Matchday. So krass, Freunde. Einfach ein El Clasico in New York. Ich fahre gerade auch schon zum Stadion mit dem neuesten Barca-Trikot. Hansi Flick dreht so durch. Der macht aus unseren Spielern richtige Superhumans, aber finde ich gut. Jetzt führt er so eine Special-Eistherapie ein für die Regeneration. Als er angekommen ist, wollte er auch, dass die Spieler so Special-Zahnuntersuchungen machen, um zu gucken, ob die Zähne quasi keine Fehlstellung haben, dass das Essen richtig gekaut wird, damit es auch vernünftig verdaut wird. Und das schlägt sich eben auch am Ende auf die Leistung ab. Was hat bitte Hansi Flick Gavi in sein Essen getan? Was passiert denn mit dem? Der macht diese Goretzka-Bayern-Transformation. Oh, da hat er schon das neueste Mbappé-Trikot. Der ist aber heute leider noch nicht dabei, weil viele EM-Fahrer haben noch länger Urlaub bekommen. Auch sehr geil. Ronaldinho mit der 80, das Trikot. Alter, hier sind so viele Fans. Direkt am Stadion ist ein riesen Einkaufszentrum. Das ist geil. Es gibt hier einen deutschen Kebabladen. Messi, Messi. Wir sind irgendwie 2 Minuten Fußweg entfernt vom Stadion und die ganzen Fans zocken hier an den Spielautomaten. Also in Amerika tut man sich definitiv nie langweilen. Hier geht's raus aus dem Einkaufszentrum und da ist es, das MetLife Stadium. Das bietet Platz für 82.000 Menschen. Sieht mir aber danach aus, dass es gleich heftig regnen wird. Aber Freunde, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da auf diesen Special Vlog aus New York. El Clasico, was ein geiler Start in die neue Clubsaison. Visca Barça y Visca Catalunya. So einen Vlog habe ich noch nie gesehen. Die Mischung aus Xavi und Iniesta. Xaviesta. Bevor wir ein paar Leute nach Predictions fragen, gibt es noch eine ganz kurze Werbeunterbrechung, denn das heutige Video wird gesponsert von der besten Fußball-App OneFootball. In der App gibt es eine TV-Section und dort könnt ihr ausgewählte Spiele streamen, unter anderem hier die Preseason-Games von Barca, Freunde, oder auch hier Real Madrid gegen Chelsea. Unser nächstes Spiel ist dann gegen AC Mailand und das Coole ist, man kann das Ganze sich anschauen
anschauen per Einzelpreis, in dem Fall für 2,49 Euro, ohne ein Abo abzuschließen. Der rechte Halter von dem Spiel ist Sport Digital. Das ist einfach eine richtig coole Alternative für Leute, die jetzt sonst kein großes Abo haben bei einem Streaming-Anbieter und sich einfach ein paar Spiele anschauen im Monat. Und ja, dann kann man das Ganze per Einzelpreis buchen. Man kann auch Spiele streamen von der dritten Liga, DFB-Pokal oder die zweite Fußball-Bundesliga. Ansonsten nutze ich die App tagtäglich, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben im Weltfußball, Freunde, um sich alle Nachrichten hier durchzulesen. Käme ich vor Vertragsgesprächen mit Bayern positiv, alle Türen offen. Ich glaube aber safe, dass entweder Joshua diesen Sommer geht, Leroy oder Gnabry. Das ist ein Call von mir. Man kann alle Statistiken abrufen zu Einzelspielern, hier zum Beispiel Endrick oder Arda Güler. Ja, der hat eine krasse Quote bei Real. 6 Tore in 12 Spielen. Und das Beste an der App ist, dass man bei Profil seine Lieblingsmannschaft hinzufügen kann oder hier auch die Nationalteams. Und dann bekommt man nur noch darauf spezifizierte Informationen angezeigt. Hier können wir uns alle Nachrichten jetzt durchlesen, die was mit Barca zu tun haben. Entdeckung der Vorbereitung. Ja, Casado, Alter, der hat so gut gespielt und der ähnelt auch ein bisschen Josa seinem Spielstil, an dem wir eigentlich auch interessiert waren. Oder hier mit der 10. Oh, das war so geil, Digga, dass er auch noch mit dieser Nummer auflaufen durfte. David feiert Debüt bei Barca-Profis und bald sein Comeback. Uiuiui. Alter, ich kriege hier so Panik. Oh, oh. Dann gehen wir auch mal kurz runter. Uiuiui. Okay, jetzt wird's schon ein bisschen viel. Oh. Mbappé, lauf Mbappé. Hier können wir uns auch den Head-to-Head-Vergleich anschauen gegen Real Madrid, Leute. Die ganz letzten Ergebnisse gegen die. Kurz vor Anpfiff gönne ich mir dann hier auch immer die Aufstellungen. Ich bleibe immer bestens up-to-date mit der OneFootball-App, Freunde. Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Die App ist an sich natürlich kostenlos, außer ihr bucht jetzt mal ein Spiel per Einzelpreis. Vielen Dank wie immer für die Kooperation und jetzt gehen wir rein. Guys, sorry. Guys. Can I ask you for your prediction? I do like YouTube videos. Yeah? What do you think? 3-2 Barcelona wins. 3-2. Okay, come on. 3-1. Do you think Barcelona has a chance to win the league against Real Madrid with Mbappé? No way. No way. Alter, warum rast die denn so aus wegen dem Regen, Mann? Visca Barça. Visca Catalunya. Vamos, vamos. Alter, Leute. Ich bin jetzt mit Stracho. Oh mein Gott. Ah. Lamine Jamal! Lamine Jamal! Oi, oi, oi. Guck mal, mein Shirt! Kitsch das! Immerhin ist das iPhone wasserdicht. Ich brauche so einen Regenmantel. For free? Really? Oh, wow! Einfach ein Messer for free. Einer mit Kroos-Trikot. Sorry, Bro. Can I ask your prediction for the game? Barcelona 1, Real Madrid 7. 0? Really? You say 1-0 for us? For Barcelona? You're honest. I appreciate it. 1-0 Barca. Ich wollte schon sagen 4-1. Na, wollen wir nicht mal treiben, Leute. Hauptsache es waren Leute, viele Tore, das Spiel ist 1. Aber ich glaube, wir können es schaffen. 1-0. 1-0 Madrid. Okay, good luck. In USA gibt es immer so geiles Essen am Stadion. Cheesesteaks, Hot Dogs. Hier gibt es Nudeln und Dumplings sogar. What do you think? How many goals Mbappé will score this season? Maybe 22, 24, something like that. Just 24? Yeah, because, you know, the better is Cristiano Ronaldo and Messi, right? Yeah, that's true. I don't think if coming another player like those two guys. Okay, know? So he won't be on that level, yeah? But a nice chain, I like it. Thank you. Awesome. Bye-bye. Aber trotzdem ein bisschen zu niedrig gegriffen. Ich glaube schon, Mbappé wird seine 40 Buden wettbewerbsübergreifend erzielen. Die haben einfach schon 15 auf ihrem Arm stehen. Ich kann das alles nicht mehr. Oh, der hat schon das neue Barca-Auswärtstrikot mit so einer Schlangenhautoberfläche. Sorry, Bro. You have the new jersey, right? Oh, it looks so cool. Yeah, nice. Mit diesem Hähnchenspieß, das riecht mir doch wieder nach einer 10 von 10. Boah, das ist echt richtig lecker. Fast runtergefallen. Auf den Sieg im El Clasico. Oh, geil. Also für Stadion, safe nach. Ja, Calimera. Die haben hier sogar Stadion Gyros. Uiuiui, ui, sieht das geil aus. Ja. Jetzt ist es soweit. Und wir gucken das erste Mal ins Stadion rein. Oh mein Gott, was ist denn das? Alter, wie riesig ist das? Genau hier wird direkt die Barca-Bank sein. Ja, 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 Bro. Boah, Leute, was ein Stadion. Der Rasen sieht ja auch richtig geil aus. Ey, ich kann von hier safe Noah begrüßen. Ich hoffe, Noah kriegt heute einen Einsatz gegen Real. Ich würde es ihm so gönnen. Alter, Freunde, ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf Kamera so rüberkommt, wie gigantisch dieses Stadion ist. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Das ist mein Platz. Ey, wer hat denn, was ist denn das, Mann? Und wie immer können wir uns die offiziellen Aufstellungen in der OneFootball-App anschauen. Endrick, der junge Brasilianer, beginnt von Anfang an neben Arda Güler. Modric, der Zauberer, spielt auch direkt.
Hinten sind sie aber sehr stark aufgestellt für ein Testspiel. Rüdiger, Eder Militao und Lucas Vazquez, Courtois im Tor. Vinicius und Rodrigo sind auf der Bank, die kommen dann safe auch rein. Barca beginnt mit vielen jungen Spielern. Den zum Beispiel kenne ich gar nicht. Valle, der Rechtsverteidiger. Hernandez, Pablo Torre, Lewandowski von Anfang an. Balde, oh, da freue ich mich wieder, dass er zurück ist. Aber wir haben auch sehr gute Auswechselspieler. İlkay Gündogan, Hector vor, Rafinha, Noah mit der Nummer 10. Let's go! Und Barca kommt rein! Vamos, das Lewandowski! Levo! Balde, was geht ab, Rudi? Yeah! Und jetzt Real! Da ist er, der junge Brasilianer. Wird er eine große Zukunft haben bei Real oder nicht? Alter, ist das laut hier für ein Testspiel. I like it. Oh yeah. Ich freue mich schon auf die Matches in der Icon League gegen Luciano und Rüdiger. Gibt es denn auch mal einen Spruch von mir, wenn du gegen Barca verlierst? Wobei ich eher davon ausgehe, dass meistens Rüdiger mich dissen wird wegen Barca. Dieses Real zu schlagen dann bald mit Mbappé, die neuen Galaktischen, das wird so schwer. Aber ich bleibe immer optimistisch, wir haben Lamin. Noah! Noah, was geht, Digga? Hey, hab dich gesehen. Geil. Da haben wir Rafinha, Vitor Roque. Oh, oh, Noah ist gerade in der Mitte mit Rafinha im Rondo. Ja, zack, abgeluchst. Und weiter geht's. Wir sind so nah dran, Freunde. So geil. Ich hab Noah genau vor einem Jahr kennengelernt. Das erste Mal persönlich in Barcelona, als er frisch von Freiburg zu Barca gewechselt ist. Er ist so ein cooler und bodenständiger Junge, Freunde. Wir haben so geträumt, wie geil es wäre, wenn er auf die erste Mannschaft bald spielt. Und jetzt ist es wirklich soweit. Das ist so cool, Freunde, dass einfach ein Kumpel jetzt von mir bei Barca zockt, Digga. Ich werde so komplett ausrasten. Ich habe noch nie mit einem Spieler von der ersten Mannschaft so Privatkontakt. Er ist natürlich noch ein sehr junger Spieler, muss sich langsam entwickeln. Aber trotzdem schon mal richtig geil, dass ich hier Minuten sammeln darf. Noah hat einen richtig filigranen Spielstil, ist Linksfuß. Und die meisten sollten ihn kennen, als er mit Deutschland U17 Weltmeister wurde als Kapitän. Una bandera als Germana. Blaugrana weh, Grima weh, Danim und Doppel. Stop, stop, stop! Barca! 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 Vamos! Vamos! Let's go! Am Bock, Digga. Und die Pille rollt in New York. Was ab? Was ab? Oh mein Gott! Oh, oh, Schießballe! Oh. Alter, was ein Safe von Courtois! Da haben wir Hansi Flick, Freunde. Oh nee, ne? Die Mannschaften gehen in die Katakomben. Es gibt eine Spielunterbrechung, weil es gleich wieder richtig gewittern wird. Ja, dann würde ich sagen, gönnen wir uns in der Zeit noch mal eine kleine Essenspause. Für mindestens 30 Minuten wird das Spiel unterbrochen. Darauf erstmal einen leckeren Brownie und einen Cookie. Wir haben insgesamt sogar eine Stunde gewartet. Das Publikum schreit Barca auf Madrid abwechselnd, aber es geht jetzt weiter. Boah, guckt euch mal an, wie die das Wasser da wegschaben. Bro, what is this? Do you want to scare someone? Yeah. I'm scared. Oh, komm! Schieß, Junge! Pablo! Oh, gut verteidigt. Ich bin gleich wieder komplett durchgenässt. Es gibt kein Dach im Stadion. Gestartet, ha? So viel das Feuerwerk! Und wieder Arda Güler. Macht aber bis dato ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Modric, Vazquez. Ja, ist natürlich auch schwer unter den Bedingungen technisch gut zu spielen. Na, scheiße, macht er gut. Verdammt. Nein! Guck sie den Ball ab, Mann! Kämpfen, Barca! Oh! Das Ding!
verletzt dich, dann weiß mir alles gut, oder? Oh, Leute, so kalt, Digga, wegen dem Regen. Yeah. Oh, Platz für beide. Schieß! Oh. Ich hab den schon drin gesehen. Oh, es wird hier trotzdem eine Laola-Welle gestartet. Das Publikum hat Spaß. Bravo. Modric. Auf Rüdiger. Anna Güller. Geblockt. Endrick. Geblockt. Modric. Oh, Unterbrechung. Nein. Was jetzt? Ah, okay, der Ball ist platt. Arda. Oh, macht er gut. Kleiner Zauberer, der Arda. Schau mal, was ein feiner Chipper. Wieder, selbst nach. Boah, toller Angriff von den Madrilenen. Du musst aufpassen. Lewandowski mit dem Assist, der Achter hat es gemacht. Oh, so viele junge Massierspieler, ich blicke gar nicht mehr durch. Delgado heißt er. Delgado. Und nächster Angriff. Oh, gut, gegen drei Mal. Hey, Schiri. Hey, puta madre. Wegen der Unterbrechung vorhin gibt es nur 4 Minuten Halbzeitpause. Aber die chillen auch alle hier, die Spieler. Die gehen gar nicht erst in die Katakomben. Abi! Etwas glückliche Führung für Basel zur Halbzeit. Real hat schon etwas stärker gespielt. Aber okay, nehme ich mit. Und ich bin gespannt gleich auf unsere Einwechslungen. Schieß! Oh! Courtois schon wieder mit der Parade. Geile Übersicht von Lewandowski. Gefährlich. Außer ist Bayer! Ja! Oh mein Gott! Let's go! Ja! 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 War das geil gespielt! Vor allem von Lewandowski, wie er das eingeleitet hat. Und der Außenriss ist es. Überragend! 2:0! Großes Wappen ist ungewohnt, das ist in der Mitte! No! Doppelpack für Delgado! Junge, Junge! Vamos! Ja, ja, ja! Ja! Let's go! Los! Ja, wer kommt denn da jetzt rein? Vinicius Junior! Na, der könnte uns Probleme bereiten, natürlich. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was glaubt ihr, wer wird den Ballon d'Or gewinnen? Für viele gilt ja Vinicius als Top-Favorit Nummer 1. Ah, Vinicius, macht das stark. Genau seine Situation. Sehr viel Platz auf links außen. Mit dem ersten Haken. Oh, nicht schießen lassen, Jungs. Modric. Ja, gut. Jetzt ist es soweit. Rocky kommt rein. Noah und Ilkay Gündogan. Come on, Noah! Da ist er, erster Ballkontakt. Auf Rafinha. Ist auch frisch in die Partie gekommen. Noah hat jetzt noch gute Viertelstunde. Ole! Oh, jetzt fangen schon die Ole-Rufe an bei ihrem Pass. Ole! Ole! Oh, geiler Ball von Noah! Oh! Was ein feiner Ball von Noah! Was mit dem Assist? Der Typ neben mir ist so mad, er die ganze Zeit so. Freundschaftsspiel, Freundschaftsspiel. Mann, man darf sich trotzdem freuen. Oh.
Boah, Noah mit Platz. Spiel rüber, Bruder. Spiel rüber. War ein bisschen zu lang, aber alles gut. Oh, oh. Hätte vielleicht noch mal abgelegt, Taufitan. Letzte Aktion des Spiels. Courtois sogar aus seinem Tor rausgekommen. Schaffen die den Last-Minute-Ausgleich? Ey, ich würde so ausrasten, wenn der Thibaut den jetzt reinköpft. Das wäre scripted. Ey, ich hab schon alles erlebt bei Real Madrid. Oh, der kommt sogar auf Courtois. Oh, ja. Schnell, 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 schnell. Hau ich vor. Ach, er pfeift ab. Och, Mann. Das wäre doch ein Tor geworden. Vamos, aber oha. Nein. Was geht denn hier? Wir gewinnen den Klassiko in New York, Freunde, mit 2:1. Der Mann hat das Real Madrid-Wappen auf der Wade tätowiert. Was ein geiler Vlog, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Die Tage kommt dann noch ein zweiter Stadion-Vlog aus den USA, denn es geht dann nach Washington auf das Spiel gegen Milan. Lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, um die neuesten Videos nicht zu verpassen. Vergesst nicht, von Football runterzuladen. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und vergesst auch nicht, das Gewinnspiel abzuchecken auf Instagram, Freunde, wo ihr eine El Clasico-Reise gewinnen könnt, was Freund und ich zusammen verlosen. Haut rein, bis nächstes Mal. Peace aus New York.